Mein Name ist Mucka. Wir sind hier in Beiz, am schönen Bauernhof, am Rande der Welt. Oder am Arsch der Welt. Vom ersten Song kennt ihr bestimmt noch. Wir haben jetzt auch einen schönen Song hier aufgenommen. Ich ging wieder auf die Straße, diesmal nach Frankfurt am Main. Zwei Tage später kam ich in die Drückerkolonne rein. Für mich war das damals ein Bombenleben, voller Mann, Unterkunft, Drogen, Weiber, Geld, Segen. Was für ein Song wurde aufgenommen? Freiheit, also wie man halt die Freiheit aus seiner Sicht sieht, also ich habe es darüber geschrieben, in meinen 16 Bars, dass halt im Endeffekt, dass ich mein Leben lang schon gewusst habe, in meinem Herzen, dass die Freiheit bei mir Berlin ist. Ja, und den Weg habe ich ja auch eingeschlagen, sieht man, Bombe, so wie es mir geht, vollen Magen. Ich werde dicker, mein Kind wird größer. Auf dem Song ist die Fritzi, der Mohammed, die Lena? Lena, genau, aus Israel. 2 Monate ist sie jetzt in Deutschland, in Berlin und will auch hier bleiben. Und sie zum Beispiel rappt in ihrem Part, damit sie in Israel halt ihre beste Freundin zurücklassen musste, weil sie halt auch wiederum ihre Freiheit in Berlin gesehen hat. Also man sieht halt, ich komme aus Odenwald, 800 Kilometer weg, sie kommt gleich mal aus Israel, paar tausend Kilometer weg, aber man sieht halt, Berlin ist halt nicht nur für mich im Herzen mein Zuhause und Freiheit, sondern man sieht halt auch in andere Lebenden, ist halt auch, die merken halt, ey, Berlin, das ist, irgendwie wird man halt da wohl aufgehoben. Andere halt filmen sich in New York zu Hause, andere in Körpertshausen, Moosbach. Kommt der Track mit auf den Gangway Beats Sampler? Denke ich mal, als Bonustrack. Inwiefern bist du einbezogen mit diesem Gangway Beats Sampler? Ich bin MC drauf. Titel, also welche Titelnummer weiß ich noch nicht. Aber es wird ja mein Song drauf sein, meine Zeit. Und ich stehe auch noch mit drauf als Produzent, weil ich ja mit das Gangway Beats 4 Album mitproduziere. Bin ich auch mega stolz drauf. Wie? Und mitproduziere heißt, was machst du da? Schneiden, mischen, mastern. Also eigentlich soweit macht man ja eigentlich alles, man muss ja auch noch den Beat, der bleibt ja nicht so, wie er gebaut wurde, sondern der muss ja auch noch ein bisschen aufgepeppt werden, damit er den richtigen Sound in den Boxen bekommt und nicht, dass der eine sagt, ja ey, die CD ist ja voll leise bei meinem Radio und der andere wird schwerhörig dadurch. Das sollte ja schon dann sein, dass wenn der eine die Lautstärke auf 30 macht und der andere auf 30, damit die ungefähr gleich bleibt, die Lautstärke. So jetzt genau auf Dezibel kann man auch nicht gehen, weil ja jede Marke anders da ist.